Schuss. Da kommen zwei Seeker. Sehr schön. Einer fehlt noch. Also die Seeker lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ja, Kampf gewonnen, aber einer war da hinten noch, das weiß ich. Zugangsbarcode. Aha, schön. Nehme ich meinen Kanister wieder. Was hatte er dabei? 9 mm und Zugangsbarcode. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben so viele Zugangsbarcodes gefunden, ne? Wir, mit irgendeinem müssen wir in dieses Kackding reinkommen. Oh, der hat auch einen. Ach da. Schauen wir mal. Laden wir erstmal durch das Schätzelein hier. Hier muss auch irgendwo noch eine Waffe liegen. Hier sehe ich nichts. Teilmantel, ah, sehr gut. Nichts drin. Baby vielleicht. Oh, wieder nichts Gescheites hier drinne. In der grünen großen Kiste. Hier in dem Militärtruck hinten ist eine große grüne Kiste. Oh, hier ist was. Hier ist auch ein Funkgerät. Unterschiedliche Ferngläser. Vintage 8x24. Nee. Klingt nix. So, kleinen Moment. Einmal Munition rausnehmen. Neues Stacken. Rinder mit. Hat noch irgendwas? Nö. Nö. Gut. Signalleuchte, Radar, Bumsfallerei. Hier sind noch mehr grüne Kisten, aber die kann man nicht verwenden. Also hier muss irgendwo eine Waffe rumliegen. Alter. Was denn? Was ist? Ich kann da nicht hoch. So. Hier vielleicht eine Waffenkiste? Nee, nee, gar nichts. Lass mal wieder irgendwas übersehen. Irgendwie hier muss eine Waffenkiste sein. Große Frage ist nur wo. Wo? Oh, mich hat irgendwas gesehen. Ja, da hinten kommt ein Hunter. Ich hab eine Waffe gefunden. Oh, wo denn? Hier in der. Ach so, okay. Ich oh cool, Pumpgun, wa? Inventar voll. Grüne Schrotflinte. Schade, hab ich schon. Welches ist das denn? 12 Pump Action? Möchtest du. Ich habe jetzt auch nochmal Zielfernrohr für Flinten, aber brauchtest du nicht, ne? Nutzt. Herbert? Bitte? Brauchst du ein Zielfernrohr für eine Flinte? Nö. Die hat 4 weniger. 4 weniger, ist genau das gleiche Ding. Schade. Ne, Zielfernrohr für Flinte in Grau habe ich schon. So, das war dann die Waffe, wa? Nehme ich mal an. Ja, schade. Hier ist noch ein Auto. Höpp. Ja, nix, nix. Kofferraum. Bei mir sind grün. Was, die Flinte? Ja. Ja, bei mir auch, aber ich habe ja schon eine grüne. Ach so, okay. Ja, bei mir auch. Okay. Gut. Funkgerät aus dem Polizeiauto? Ja, du hast ja gesehen. Also im Endeffekt brauchen wir es sowieso nicht. Weil das nicht Session Persistent ist. Das heißt, sobald wir eine neue Session aufmachen, passiert ja sowieso nicht. Achso, deswegen. Ja. Du hast vollkommen recht, entschuldige bitte. Das habe ich vergessen. Leutnant?
Weißt du? Die Lose Nier Westland um 10 Uhr rapportiert Status. Dass man die Funkgeräte hier anklicken muss. Die sind ja für die Story wichtig. Habe ich vergessen. Schäfler. Das konnte man nehmen, okay. Das andere war auf der Karte, glaube ich, schon mit drauf, ne? Was sagt das Look? Ich bin in dem Militärstützpunkt Westlan. Da haben wir die Karte ja schon von. Audio haben wir. Karte. Die Heimmannschaft. Vergeltungsmission. Genau da unten. Ach, da ist der Bunkereingang. Ah, okay, wir waren das letzte Mal auf der falschen Seite, Janie. Okay. Ich habe jetzt mal einen Wegpunkt gesetzt. Die 2. Da müssen wir im Endeffekt lang. Zu der Kreuzung müssen wir. Und da, also wir sind zu früh abgebogen das letzte Mal. Ich folge dir einfach. Okay. Das Kleid aus Fallout ist in der Reinigung. Ja. Sieht doch richtig fesch aus, ne? Ist das Spiel ähnlich der anderen Spiele? Es ist, ich glaube schon, ne? Es ist so eine Mischung aus Tarkov und Fallout, ne? So ein bisschen. So von der Optik. Laufen und schießen. Genau, laufen und schießen, aber mehr. In Schweden. In Schweden, in den 80er. Echt bei Ikea. Nee, warte mal. Hello, und was geht ab? Sterbi? Nee, noch nicht. Irgendwie machen die ganzen Rotspotter hier Sterbi, Gott sei Dank. Relais-Antenne, okay. Aber ansonsten nicht so. Wir schauen mal, hier waren das letzte Mal auch irgendwelche Viecher. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Fallout und Tarkov, ne? Von der Optik her eher Tarkov. Vom Spielstil mit Jane Skalation eher Fallout. Also es ist ein reines Koop-PvE-Spiel. Also wir schießen die ganze Zeit im Endeffekt nur auf Roboter. Und wir müssen im Endeffekt erstmal rausfinden, was hier passiert ist, nachdem wir ein Wochenende mit unseren Freunden weg waren. Und hier wohl alles den Bach runterging. Ach, das Ding ist ein Coupé, das hat keine 4 Türen, ich Idiot. Dann gehe ich mal in den Kombi. Ist drin, aber. Alte Gierlappen. Ja, gar nichts. Oh, Lama! Vielleicht krieg ich sie wieder. Hemd und Polunder in Grau. Ja, das steht mir bestimmt total. Okidoki. Hier in die Hütte nochmal reinkommen. Ah, ne, können wir nicht. Ich sehe schon, geht gar nicht auf. Schau gerade, ein großer Parkplatz, ne? Da ist ein ausgebrannter Panzer wieder. Aber hier war letztens was. Hier vorne, einer. Der LKW. Und wo wir da ein Stückchen weitergegangen sind, dann war da noch ein LKW. Da ist ein Polizeiwagen, da ist meistens Munition drin. Siehst du den? Hier vorne die Straße runter. Mhm. Gehen wir erstmal dahin, bevor wir nach rechts gehen. Hier rechts war so ein Bauernhaus. Ja. Da waren wir. Ja, kurz nach irgendwo waren. Und hier vorne ist der. Hier vorne ist der LKW. Mitten auf dem Acker. Das macht nichts. Für alles Sterbi-Anhänger ist genügend Platz auf der Party im Friedhof. Jo. Wie? Hm. Was sind das denn für Langweiler gewesen? Boah, ey. Oder die haben alles schon mitgenommen. Arschbein. Panzerfaust, Uzi, alles. Oh, ist das nicht schön? Die Sonne geht unter. Oh, Janie, es wird gleich Nacht. Yeah. Die super. Nacht sieht hier so toll aus. Hier sieht alles toll aus. Das ist ja das Schreckliche. Ja. So, ich gehe mal hier rein. Hier ist Munition nochmal. Ist schon leer, okay. Hier ist ein Rucksack. T-Shirt hellblau. Ein komisches Schminkzeug war das denn. Querlinien. Habe ich das schon? Habe ich schon, egal. Oh. Ups. Gucken wir mal. Aber schön, Parma, dass du es geschafft hast. Was hast du da gesagt? Du guckst so zwischendurch mal oder machst du gerade Kaffeepause? Kaffeepause in der Küche? Beute 0 von 14. Okay. Gucken wir hier mal. Ich glaube, hier war nur so ein Hund oder so, ne? Wenn überhaupt. The Gesta. Machen wir hier erstmal auf. Hier ist gar nichts. Was? Ah doch, hier oben ist eine Kiste. Schalldämpfer für Jagdgewehre in Grau. Das mit der Schadensreduktion bei den Schalldämpfern ist mal so ein bisschen meh. War hier wieder irgendwo eine Munitionskiste? Nee. Kalte Kriegsschweden hier, weißt du? Überall Waffen und Munition gebunkert. Was bist du auch hier? In der Waffenkiste ist nur wieder eine Möller-PP. Weil für dich ja. Oh, was ist hier oben? Auch nochmal Erste Hilfe? Ich gucke hier nochmal durch, ob ich hier irgendwas Interessantes finde. Wo hast du denn eine Waffenkiste? Draußen in der Scheune? In der Scheune wieder, wie immer.
Ja, komm sofort. Ich muss ja erstmal schaffen, diese bösartige Tür zu öffnen. Hallo? Was ist denn heute mit den Türen los? Zielfernrohr für Flinten und eine Haarklammer. Grünes Zielfernrohr oder grau? Nein, grau. Irgendwie sind alle Anbauteile, die wir finden, im Moment noch grau, ne? Ja. Also kann ich mir vorstellen, da werden noch ganz viele Gebäude zum Looten kommen, weil das muss ja irgendwo Zeug ordentlich drin sein, was auch grün ist. Und es gibt ja noch zwei weitere Stufen, ne? Es gibt grau, grün, blau und lila oder so. Echt? Kaffeepause auf dem Sofa. Werde nachher nochmal unten mitmischen. Aber jetzt ist es gerade etwas ruhiger. Ach, das ist ja schön. So ein bisschen entspannen. Was bräuchtest du für Munition? Ich habe grünes. Ne? 4-3 meine ich. Hä? Die Teilmantel meinst du? Welche Munition brauchst du? Ich brauche 7-6-2 und... Warum? Was habe ich denn hier? Was ist denn 2-4-3? Bin ich bescheuert? Jenny? Ja, ach, das war für mich. Schon gut. Bin verwirrt. Bitte, Herr Bert. Möchtest du von mir ein grünes Zielfernrohr haben für Gewehre? Ja, ich glaube, weil ich habe gerade 2 Stück gefunden. Okay, dann nehme ich eins, bitte. Hier. In dem Beutel unter dir? Ja, hier. Oh, oh. Da ist irgendwo was. Deswegen, das ist ein Zielfernrohr für Gewehre. Das ist zwar nur ein 1-4-fach, aber dafür dürfte es nicht mehr ganz so zerbrochen sein. Ich kenne das Spiel noch nicht. Gibt es da eine Background-Story, so bei Fallout? Ja, im Endeffekt schon. Also das hier ist im Endeffekt Schweden zur, in den 80ern. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, Schweden da wurde da nicht mit einbezogen, da ist nicht viel passiert. Und da halt dann danach die ganze Zeit ein Krieg quasi drohte, beziehungsweise die Leute dazu angestachelt wurden, so, ja, da könnte was passieren, bereitet euch vor, was nicht alles, deswegen liegen hier über Waffen rum. Ja, haben die so ein bisschen aufgerüstet und so ein Kram. Naja, und wir waren im Endeffekt nur am Wochenende unterwegs, mit ein paar Freunden auf einer Insel, mit dem Schiff, kommen wieder zurück und auf einmal ist kein Mensch mehr hier. Es laufen nur noch diese komischen Roboter herum. Und wir müssen im Endeffekt erstmal rausfinden, A, was hier passiert ist und B, wo überhaupt die ganzen Leute hin sind. Deswegen folgen wir den Spuren, sind hier auch schon... Bist du draußen? Hier, nein, ich bin drinnen noch und ich habe gerade ein Vieh gehört. Das irgendwas... Das ist hier um die Ecke. Ja, und... Gefunden! Wow! Warum können die hier rein? Weil es... Da muss noch eins kommen, weil es größer ist. Es ist eine Scheune, die Dings ein bisschen größer. Und ja, wir müssen im Endeffekt jetzt rausfinden, was hier passiert ist. Nee, ist keiner mehr. Mir wurde gerade noch einer angezeigt. Klingt spannend. Schweden-Krimi zum Durchspielen. Ja, genau so. Da. Auf Distanz wird mir noch einer angezeigt. Ja, jetzt kommt er. Ich heile mich gerade noch. Dauert schon lange. Ich hab mich gerade selbst gebritzelt. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, entschuldigen. Ja, also hier ist im Endeffekt die Handlung auch nicht jetzt so krass vorgegeben, sondern man folgt halt den Quests im Endeffekt. Ne, die leiten einen so ein bisschen durchs Spiel durch. Und wir müssen halt hier jetzt auch nicht so krass Survival im Sinne von, ja, wir müssen jetzt, Essen, Trinken, Basis bauen oder so, sondern wir laufen im Endeffekt die Quests hier einfach nur ab. Jetzt muss ich gerade erstmal checken, was habe ich denn hier noch. Und wie du schon gemerkt hast, so vom Klang und von den Viechern her, wird das eigentlich voll deins sein, ne? Finde das Knäckebrot. Ja, das ist auch gut. Smörrebröt. Hier waren wir noch nicht drin. Deswegen, also von Krach, Bumm ist das wahrscheinlich voll deins, peinliche Mama. Und, oh, hier ist noch eine Haarnadel. Autohandschuhe weiß, die habe ich jetzt schon. Ach, ich glaube, ich habe vorhin eine Dings weggeschmissen, ne? Ja, eine Fackel. Eine Notfallfackel. Die muss ich mal mitnehmen. So. Also ich hätte die Waffe hier gefunden. Du auch? Nee, ne? Welche Waffe? Ach, wenn nur eine Pumpgun, die ihr schlag. Da oben, oder was? Ja. Komm schon. Aber auch nur, also bei mir war sie grün, die steht ja an der Tür.
An der Tür. An der Balkontür oben. Ah, hier. Ja, bei mir ist er auch noch grün. 12G Pump Action. Ja. Was hat die? Auch 4 weniger. 4 weniger, 5 weniger, 5. Ja, ist genau das gleiche Ding. Okay, kommt auch weg bei mir. Ja. Schade. Okay. Dann sind wir hier auch schon wieder durch, ne? Jo. Durch das Gebäude, dann können wir weitergehen. Gehen wir jetzt zu dem Militär-LKW auf dem Feld. Der müsste ja hier vorne irgendwo sein, ne? Bei der Sonnenuntergang, wie geil ist das? Das denn? Sieht so toll aus, jetzt mal ohne Scheiß, Leute, oder? Screenshot. Hab ich gemacht. Ich auch. Wir müssen ohne Waffe in der Hand sogar. Futter für Instagram. Wie machst du denn ohne? Ich habe einfach die Waffe geswitcht und genau in dem Moment, wo die Waffe weggesteckt war, habe ich einen Screenshot gemacht. Oh, wie schlau. Ja. Au. Bei mir Bilder mit Waffen saufen. Das sieht einfach so toll aus, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Also das Spiel ist echt eine pure Augenweide. Was? Welche Aufgabe habt ihr gerade? Wir haben gerade, warte, gleich zeige ich sofort. Kleinen Moment. Ich muss gerade erstmal gucken, ob das gesteckt hat. Ja, hat er, sehr gut. Hier ist Munition nochmal. Vogeldunstmunition, ja, die verwende ich im Moment. Oh, guck mal, hier ist eine Maschinenpistole. Möchtest du? Warte mal. Sekunde, ich muss mal eben hier. Mein Inventar ist. Maschinenpistole macht natürlich überhaupt keinen Sinn eigentlich, ne? Dem Regen nach. Also unsere aktuelle Mission ist die hier, ne? Feldzugsplan. Laut einer Notiz, die in den Häusern des stellvertretenden Koordinators für die Zivilverteidigung gefunden wurde, versammelten sich die Leute von Seltham zur Evakuierung auf dem Sportplatz westlich des Dorfes. Aber wohin wurden sie evakuiert? Und weshalb? Vielleicht gibt es Antworten auf den Sportplatz. Da haben wir jetzt die Karte gefunden und das Funkgerät. Wo wir eine Nachricht mit abspielen konnten. Das heißt, deswegen sind wir im Endeffekt auf den Trichter gekommen, wir müssen zu diesem Militärstützpunkt Weslan, der hier auf dieser Karte vermerkt ist. Hier unten ist das Kreuzchen. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die zu nehmen. Und hier unten, nee, ich glaube nicht. Vor allem, du verschwendest damit nur Munition. Das ist im Endeffekt hier. Und deswegen, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu. Nee, also ich habe es jetzt abgelegt, weil 9mm Munition schön und gut, aber nicht in der Maschinenpistole. Die macht so wenig Schaden und die Reichweite ist so gering. Die würde ich im Moment eigentlich ungern benutzen. Bin nicht so der Maschinenpistolentyp. Da ist so eine Bushaltestelle, da werden wir mal lange auf den nächsten Bus warten. So, dann gucken wir mal. Hattest du ins Führerhaus mal geguckt? Nee, habe ich noch nicht. Guck mal ruhig rein. Wir nehmen gleich die nächste richtige Waffe. Hier ist das Jagdgewehr wieder mit dem Schalldämpfer. Weil da sind ja schon mal Sammelgegenstände ja, auf dem Fahrrad. Kassetten und so, ne? Nee, hab nix. Nee. Hier vorne ist die Kreuzung. Nee. Obwohl, ich glaube, nee, guck mal, wir sind da links am Hang runtergegangen, ne? Obwohl, da unten war ein Bunkereingang. Vielleicht haben wir jetzt die richtige Zugangskarte dafür. Weil hier oben lang geht auf jeden Fall ein richtiger Weg und der endet da vorne auch an dem Bunker. Also auf dem Berg oben. Mhm. Aber ich würde trotzdem hier unten gerne nochmal reinschauen. Mhm. Ob wir jetzt... Oh, warte mal, ich habe da was irgendwo. Ja, da. Da ist ein Roboter. Da ist ein Hund. Direkt voraus auf Südost. Straße runter. Machst du vielleicht meine Taschenlampe aus? F. Das ist cool. Das stimmt. Anstellen. Gesehen und gehört habe. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ah, sehr schön, das freut mich doch. So, warte mal, ich gehe mal rechts hoch auf den Hang und gebe ihm da von da ein. Und du kannst schauen, ob du ihn von da aus noch erledigst. Oder du gibst ihm einen und sobald er auf dich zurennt, gebe ich einen nach. Soll ich? Ja. Jo. Das war genau in die nicht gepanzerte Stelle. Aber komisch, ne? Ach so, doch jetzt. Ich wollte gerade schon sagen. 39 Erfahrungspunkte.
Kommandobunker Westlan. Eine Waffe, eine Mission und 88 Beute. Alter Schwede. Brennstoffzelle, Zugangsbarcode, Bunker. Was hatte der für Munition? Hohlspitz, sehr gut. Die Hohlspitz brauchen wir für die hier. Da muss man bloß jedes Mal, das ist so ein bisschen doof hier. Ergänzung entfernen, ach ne, falsch rum. Ergänzung entfernen, Hohlspitz. So, so. Ergänzung entfernen, Vogeldunst. So, so. Das ist ein bisschen fummelig manchmal. Du kannst den Vogeldunst einfach draufziehen. Ja, richtig, aber ich habe Vogeldunst schon drin. Wenn ja, ich den Vogeldunst dann, nein, dann zieht er bei mir die Munition raus, die drin ist. Es ist manchmal geht's nicht. Also ich habe schon beides erlebt. Okay. Jetzt mal gucken, das letzte Mal kam ja von rechts hier oben auf einmal was gesprungen, glaube ich. Was hier oben? Ne, direkt voraus ist schon wieder irgendwas. Nehmen wir das Jagdgewehr in die Hand. Ja, da steht einer. Siehst du ihn? Auf Osten? Irgendwie nicht. Warte mal, bleib stehen. Da, jetzt. Da, direkt neben dem Baum, direkt voraus. Da, ja, warte. Jo. War's schon. Aber mir wird noch gelb gezeigt. Deswegen, also wir sind noch nicht fertig. Nee, vorhin wurde mir ein Toter auch eine Weile noch gelb gezeigt. Ja, okay. Mhm. Hohlspitz okay. Und Zugangsbarcode. Meine Fresse. Wo ist denn der Bunkerzugang? Oh, jetzt hier oben wird mir gelb gezeigt. Aha. Hier ist oben was. Hier kam, glaube ich, ja, jetzt kommt einer. Jetzt ziehe mich mal ein bisschen nach oben. Guck mal, ob wir den irgendwie locken können. Muss da drüben? Okay. Warte, gib mir einen Moment. Oh, die habe ich ja gut geschmissen. Hast du ihn? Wo springt er denn hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er nach unten ans Wasser gesprungen oder was? Da. Holt das Ding wieder an den Hang runter. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist am Hang. Hat er noch einen Freund da rechts? Kann das sein? Oh, scheiße, ich muss nachladen. Hab ihn. Danke. Kein Problem. Schade, dass man die Gegner nicht markieren kann. Ist dein Zielfernrohr kaputt? Ja, das ist ein, Wertigkeitsstufe Grau. Das heißt, das ist also wirklich verwahrlost im Endeffekt. Also sind die meisten Sachen auch, die man findet. Das wird dann immer besser. Also hier sieht man den Unterschied zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mache, Ergänzung entfernen, Zielfernrohr entfernen. Zielfernrohr entfernen, hier, ne? Da sieht man vernachlässigt und das wird dann besser, ne? Also grün ist abgenutzt zum Beispiel nur noch. Da findet man dann immer, später immer bessere Sachen. Hollowpoint, zieh doch drauf da. Geht doch. Also im späteren Spielverlauf findet man bessere Sachen. Warte mal, ich glaube, der Bunkerzugang war hier oben, ne? Ja. Gucken wir mal, ob irgendeiner der Codes jetzt da funktioniert. Nicht eine geschrottete Maschine. EMP. Zugangsbarcode. Und nochmal Hohlspitz. Nehmen wir gleich mal mit. EMP ist natürlich cool, den behalten wir mal. Den... Ja, ich glaube, den lege ich mir da mal hin. Die Hohlspitze ziehe ich jetzt mal da drauf. Ja, dann fliege ich nämlich die alte Munition raus. Das ist total bescheuert. Also da müssten sie vielleicht mal ein bisschen nachpatchen. Guck mal, ob da irgendeiner von den Codes funktioniert. Oh. Ah! Yeah! Ich hatte den richtigen. So, aufpassen, die sind bestimmt wieder Zecken. Die Hauptstromversorgung des Bunkers wieder her. Also das ist jetzt auch für uns neues Gameplay. Da kommt gleich was. Ja. Wo kommt was? Was angezeigt in die Richtung. Ich weiß nicht warum. Da, jetzt rechts. Ja, wir ducken uns mal.
Also das ist jetzt auch für uns komplett neues Gameplay. Und schade, dass man die Gegner nicht markieren kann. Yo, das ist echt blöd. Hier um die Ecke ist irgendwas. Ja, da ist eine Zecke. Eine Militärzecke oder was? Rechts ist auch noch was. Also die haben sie wahrscheinlich hier in den Bunkern nur eingesetzt, diese blöden Zecken, oder? Ich habe schon wieder ein neues Level. Geradezu ist was angezeigt worden. Warte mal, wollen wir sie mal rauslocken? Mit dem Kassettenrekorder unterm Arm ist das so geil. Nee, aber ich sehe gerade nichts. Nimm mal die Pistole. Irgendwo hat mich gerade was bemerkt. Und selbst wenn man schleicht, bemerken die einen. Adrenalinspritze, Erste-Hilfe-Set, brauchen wir nichts? Taschenlampen. Irgendwo in die Richtung den Gang runter, das ist möglich, dass da was ist. Also hier ist ein riesen Vorratsraum. Hier ist Moon. Oh, Teilmantel, ja. Notsignalfackel, jo, da fehlen uns welche. Erste Hilfe-Set, fehlen uns keine. Hier ist ja noch ein Container daneben. Ich glaube, jetzt hat es uns endgültig bemerkt. Egal. Nichts drin. Da ist auch nichts drin. Hört, ja, das ist gut. Hier irgendwo drüben. Na komm, wir laufen hier erstmal durch. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Stromversorgung wieder herstellen. Kommt immer näher. Was ist denn? Über mir wahrscheinlich oder unter mir? Oh, das ist keine Zecke. Das ist so ein Pingvieh wieder. Ist das nicht ein bisschen groß hier drin? Hm. Was in der Hip? Ich bin hier. Er mag mich heute wieder nicht. Na. No. Hier ist noch irgendwo was. Sind wir hierher gekommen? Nee. Nee. Wir müssen bestimmt in die rote Tür da vorne. Draußen ist auch irgendwo was. Was? E? Halte E abgesperrt? Ach so, okay, das ist abgesperrt. Kommst du da rein? Nee, ne? Nee. Abgesperrt. Da müssen wir bestimmt erst den Strom herstellen wieder. Ja, guck mal, hier vorne. Sein. Da vorne ist der Questmarker gewesen. Oh. Mhm. Ich nehme mal lieber die Schrotflinte hier. Komm, cool, da steht die andere daneben und macht nichts. Links von uns noch was? Noch eine? Ich habe hier auch noch was angeblich, aber irgendwie. Hier ist eine Tür. Oh, guck mal. Vorne war auch eine Tür, eine blaue. Telefone, Computer, hier ist ein Rucksack. Jetzt dunkelgrün, Strickhandschuhe braun, Notfallfackel, okay. Leere Karte. Hier liegt nichts drin. Hier vorne die Tür, geht die auf? Was für ein Rucksack ist das? Alte E, abgesperrt. Okay, das ist auch abgesperrt. Warum? Muss hier irgendwo der Strom angehen? Myran.